Alter. Ja, in der Regel ist es so, ja. Du bist krass. Aber du bist halt auch extrem schwer zu holen. Also wenn da nicht gerade einer mit einer Maus sind, du brauchst eigentlich nur einen mit einer Maus und einen mit einer AKM dort, dann bist du schon gut. Weil wer will das Ding dann rushen, ne? Oben an der Leiter? Ja, wie gesagt, aber trotzdem musst du das Glück haben, jemanden zu holen, weil bei dem Gelecke ist es so schwer, jemanden zu treffen. Ja, muss ja gehen. Keine Ahnung. Kann auch sein, dass die Frame. Ich hab's noch nie Kann auch sein, dass ausprobiert. sich die Ich hab's noch Frames nie für dich gemacht. oben auf dem Dach wieder fangen. Ja. Das ist die Sache. Genau Aber das ist das erstens sind mir die Problem. Frames zu beschissen, dann dass du da ständig irgendwo rumgebuggt bist und ich weiß nicht, ob es inzwischen nicht behoben ist, dass du in irgendwelche Räume da buggst in den Häusern. Noch dazu, dass da eigentlich nie was. Bist du dich? Oh, hier vorne kommen Und da links spawnt Häuser. ja auch nie wirklich was Interessantes, ne? Gut. Willst du mitnehmen die Häuser oder? Sonst gehen wir rüber in Nicht den Wald zwangsläufig. und bewegen uns Ich da hab noch weiter. Essen, hab noch Wasser, ich brauch's nicht. Okay, na dann. Müssen wir halt zum Wald rüber. Ah, das ist eine Tanke, okay. Ja, wird nur nichts liegen, wirklich. Und laufen. Beine gebrochen. Das wäre mies, hier wäre ein Sprint nach drüben zu ziehen, einfach dir die Beine zu zerschießen, ne? Ja. Das wäre richtig mies. Aber Ja. das wäre mies, muss ich sagen. Ich würde schon. Oh, Alter, es geht mir auch langsam wieder auf den, mit dem scheiß Soundbox, geht's mir auf den Sack. Du hast ständig nur schling, schling, schling. Als würde dir so ein verrückter Gnome hinterherlaufen, der dir irgendwie die ganze Zeit mit seiner Munition rumklimpert, Das ist wie ein Diablo, der ey. Ja. Schatzgoblin, sowas, ja. Ja, die ganze Zeit, der die ganze Zeit seine Munition in eine andere Tasche steckt. Nein, nichts ist mir lieber. Na, nie rechts war es schon besser. Oma. Ey, das wäre ja cool, wenn du den Hund dann hast, wenn der reingepatcht ist, der dir entweder Loot mit sammeln könnte oder Warte mal, ich halt guck mal dich kurz auf aufs Loot Datum, wann das aufmerksam soweit macht. ist. Das wäre geil. Hoff's. Ah. Leider ist es so weit in der Zukunft, dass es mein Computer, dass mein Handy mir das nicht mehr anzeigen kann. Was? Ja, wenn der Tat, wenn das soweit ist, dass der Hund kommt. Ja. Ja, das kann schnell gehen. Der kommt dann halt verbuggt. Das kann auch langsam Rennt gehen nur im Kreis und oder so wie die sagen wir es Kühe. eh. Egal wann er kommt, der kommt eh verbuggt, der Hund. Der wird wahrscheinlich am Anfang Ja, retarded einfach nur die ganze Zeit im Kreis laufen und dich in der kleine Hund, da und ist er dich total in verbuggt, Tod ne? reißen. Kann doch nicht wahr Ja, sein. da ist er verbuggt. Verbackelte. Verbackelt. Wackelt. Aber was Verwackelt guckst du dich da du. so, Junge? Oh Alter, wie der wieder abgeht hier. Ich kann nicht zielen. Oh nein. Ist da drüben irgendwas Interessantes? Ja, so ein kleiner Ja, Bauernhof. gut, ist nicht wirklich interessant. Aber könnte ja mal sein, dass da jemand ist. Ach, Quark. Ich werde jetzt, wo wir wieder drauf anlegen, Leute zu treffen, finden wir eh keinen mehr. Ja. Das war jedes Mal schon so. Immer, wo wir es drauf angelegt haben, ist nie was passiert, ey. Ne, das Ready eine Mal made. nicht. Denk an die Naja, gut, Pac-Man-Aktion. das war auch das erste Mal. Da kamen sie aus allen Löchern dann, nachdem das Geballer losging. Das war übel. Übel geil. Mein Name ist Pac-Man. Ach, da ist der Turm wieder, an dem müssen wir eh vorbei. Aber wenn wir das Glück hätten und da wieder mal ein V3S stehen würde, das wäre so geil. The Fleckman, Was willst du mit Fleckman, Junge? Bist du ein Fleckenzwerg oder was? Alter, Fleckmado, Fleckmon. Ich will gerade den Blackmart. kleinen Aldi. Fleckmon. Übel crazy. Nix liegt hier rum. Null. Ja, das haben wir auch schon festgestellt. Es ist nicht wirklich viel los in dem Server. Meine super. Ich habe noch nicht mal eine Waffe oder sonst was, aber ein Ja, Zombie Waffen ist halt sind auch schon echt wieder selten. am Arsch. Trotzdem, auch das, trotzdem durch das Rückstellen sind Waffen trotzdem so eine übelste Mangelware.
Auf dem Gefängnis ja noch, aber ansonsten zu Innenstädten. Wow, die blöde Saudi. Bern ein oder so. Beste. Wenn erstmal. Spontan. Da steht auf jeden Fall ein Zombie vor der Bude. Naja. So das Einzige. Hey, da steht ein Zombie vor der Bude. Du Joachim, was machen wir jetzt mit dem? Na, wir müssen aufpassen da oben. Ja, na klar. Na klar. Na klar, du. Normal, was ist denn so? Wir passen auf, ja. Na ja, klar. Nee, ist schon. Ja, mach mal. Was soll man sonst? Keine Angst. Ja, entweder treffen wir da oben so jemanden. Ja, der uns. Ja, es gibt dort, es gibt nur zwei Möglichkeiten mit Untermöglichkeiten. Die erste ist, wir treffen niemanden. Da gibt's keine Untermöglichkeit. Na doch, gibt's doch. Entweder sterben wir dann oder nicht. Kann ja sein, dass ein Zombie uns zerfetzt. Oder wir treffen jemanden. Der kann freundlich sein oder böse. Wenn er böse ist, sterben entweder wir oder er. So einfach ist das. Oder wir alle. Was hältst du davon? Drogen, Mann, Drogen. Little Trucks, ne? Ja, die Frage ist eh auch bei dem DayZ Let's Play. Müsste bald auch wieder eine Pause einlegen, eigentlich, weil. Es dreht sich jetzt in drei Aufnahmen eigentlich nur wieder ums gleiche Rumlaufen und. Weil alles andere, was man. Ja, ist normal. Das kann, niemand macht das andere. Ja, aber das wir hatten ja noch so viel geplant, aber das kannst du vergessen. Wie Simple Life kannst du vergessen, weil. Oh, nur Survival ist zurzeit. Ja. Was ist passiert? Getötet von Menschen? Steht drinne und die kloppen mich durch die Wand. Zombies. Ja. Das ist die Trefferabfrage manchmal. Ja, wie gesagt, du musst jetzt echt aufpassen, wenn du in die Städte gehst. Du musst echt vorsichtig sein. Ja, ja. Na gut, ich kann mir auch vorstellen, dass da oben bei den scheiß Hochhäusern bestimmt noch tausende Zombies spawnen eigentlich so. In der Regel. Ging eigentlich nicht. Ja, ich denke mal mehr Innenstadt. Weil du sollen ja immer noch weiterhin die Sniper oben drauf können. Weißt du? Ja, stimmt. Die Sniper soll es ja nicht schwer haben, zu ihrem Ort des Geschehens zu kommen, ne? Das stimmt, ja. Der Sniper, der ist tot. Der Sniper, der ist tot. Der Sniper, der ist tot. Oh, halt die Fresse. Warum? Kann ganz schnell gehen. Weißt du, dass der Sniper tot ist? Mhm. Was interessiert uns der Sniper? Kennst du den Sniper? Ach so, ja. Ist den Sniper zufällig? Persönlich? Boah, das kotzt mich an, ja. Nee, das geht so nicht. Ich habe eben mit meinem Leben abgeschlossen. Der Surfer ist eigentlich relativ voll, aber die Frage ist, ob wir jemanden treffen werden. Hier bei den Hochhäusern habe ich nichts gesehen, gehört. Gelesen. Kochen, geschmeckt. Ja, gelesen, getastet. Es ist eine kleine Scheiße aus Bulgarien, die sich. Nix gefunden. Die sich hier zugetragen. Das Ding ist leer. Welche Überraschung. Ich glaube, wir sind wieder auf so einem leeren Server. Kann das sein, dass hier alle Server so gut wie leer sind, alle? Ich kann es nicht beurteilen. Ich habe nicht viel mitgenommen bis jetzt. Ja, sagen wir mal, in der Ortscheid, also in den Pausen, die wir drinnen waren, jetzt bei mich Kino, war ja auch nicht wirklich was. Was hier definitiv ist, ist ein Haufen verfickte Zombies. Also das ist normal seit dem letzten Update. Ja. Richtig verfickt viele, das ist. Ja, du musst halt ein bisschen vorsichtiger jetzt vorgehen. Als Bambi, ohne alles. Ja, es bringt dir auch nichts, du brauchst du eh eine Waffe. Selbst mit einer Axt oder so brauchst du nicht probieren, gegen Zombies anzutreten. Weil du sonst zu lange brauchst. Das ist auch nur eine Notlösung, dann mit die Wächter zu axten.
Ja, nur in der Mitte, ja, weil ja, sonst brauchst du auch viel zu lange. Dann schlagen die dich blutig oder wenn du Glück hast, treffen sie deinen Kopf, dass du gleich weg bist. Ja, das hatten sie jetzt noch nicht geschafft. Ja, musst du aufpassen. Deswegen. Also gegen Zombies kämpfen ist eh jetzt scheiße. Also probieren Zombies nicht aufzuschrecken und wenn es passiert, am besten abzuknallen. Ganz genau. Was anderes bringt's halt auch nicht mehr, deswegen. Ist das nicht so, dass du da echt gefährdeter als Bambi bist, weil wir sind genau noch so gefährdet gegenüber den Zombies. Wenn die sich an uns anschleichen, zum Beispiel, wenn wir irgendwo hocken, können die uns genauso auf Eber von hinten schlagen und dann sind wir tot. Yes. Bin jetzt bei der kleinen Kirche angekommen. Welcher kleinen Kirche? Tor ist offen. Eine Kirche. Ja? Kein gutes Teil. Nee, ich weiß. Ja, ich glaube, hier war auch jemand. Oh nee, jetzt habe ich Standbild. Oh mein Gott. Hier könnte sogar jemand sein. Ach du Scheiße. Da kommt der Zombie, kommt rechts. Machen wir das Tor mal zu, oder? Dass der im Notfall nicht uns aggro kann. Hallo Tor? Hä? Ja, ich würde sagen, wir gehen hinten. Nee, mach's Tor nicht zu. Mach's Tor nicht zu. Wenn der da drinnen ist. Ah. Ich glaube, wir brauchen hier nicht reingehen, weil ich glaube nicht, dass da was ist groß. Am besten gehst du rein, du weißt ja bei dem Durchbruch. Ich beobachte es mal vorne nicht, dass der einer rausjumpt. Ja, wobei ich will eh nicht rein wirklich in das Ding, weil ich glaube nicht, dass da wirklich noch was ist. Und es lackt wie Hölle. Doch nicht normal. Doch, es ist normal in Daisy. Der Graf hat 1000 D-Sync. Du hast 0. Ich habe eine Dose gehört. Geil. Da ist noch ein Zombie. Da kommt jetzt noch einer von hinter dem Haus. Das sind zwei. Nibble train, man. Eat nibble pain, man. Der andere ist vorne hier beim Tor. Ja, ich sehe, ich geh jetzt rein, ne? Ich sag mal, ich nenn's mal Checkpoint-Haus. Okay, du bist ja, drin. Bin drin. In einer kleinen Tank angekommen. Hörst du mich überhaupt noch? Hallo? Hallo? Sag mir Bescheid, bevor du rausgehst. Du kannst schon sagen, wie die Zombies sich gerade verhalten. Ach, jetzt. Das ist vorhin nicht wieder aktiviert, das Ding. Scheiße hier. Jetzt müsst ihr wieder laufen. Hallo? Geht's wieder? Oder ja, ist? Ja. Also, scheiße. Pass auf! Hä? Was? Bist du jetzt in grün? Nein. Da ist gerade einer rumgeleckt. Wo? An der Tür in grün. Rennend auf die Tür zu, der ist aber dann zweimal wieder verschwunden. In grün mit dem schwarzen Barett. Ich dachte, jetzt bist du der rausgejumpt. Komm, ich wollte gerade sagen, pass auf die Zombies auf, Alter. Was war das? Bug, oder? Typ, der rumlackt. Oh, ja, aber wenn ein Schieder, der da drinnen ist, ey. Okay, jetzt kommst du. Ah, der Akku, der eine Akku dich. Nach hinten ich weiß nicht, wo es was. Oh, was ist denn das? Nein, hör auf! Es ist. Oh, das kotzt mich an, wenn das dumme Schwein. Boah, Alter, das hab ich ja schlagartig erschreckt. Ich komm jetzt weg hier, nicht, dass es ein Cheater ist oder sowas. Wenn das so irgendwas rumgelackt ist an der Tür, ey. Weil, wie du siehst, ich hab nichts Cooles an und ein schwarzes Barett. Ja. Also wie der gestürmt kam, ich wollte gerade sagen, Alter, ich hab doch gesagt, warte. Sehr komisch wieder. Das wieder war. Oh, der Zombie ist durchgelegt. Lauf. Oh nein. Ja, lauf einfach. Munition sparen. Lauf, little bitches, lauf. Ey, ist so eine Scheiße, ist das wie durchgelegt. Oder jemand hat das Tor geöffnet, das kann ja auch sein. Aber ich glaube, der hat das. Ja, keine Ahnung, nee, sie. Ist ja alles möglich. Ah, ich weiß auch nicht, was das jetzt war, was du da gesehen hast, weil ich habe auch. Ich habe nämlich gar nichts davon an der Tür mitgekriegt. Oder war es, dass es das nur ein falsches Bild angezeigt wurde? Das glaube ich nicht. Wie oder soll das war gehen? Oben. Das da, oder war ein Cheaterraum, dass es den rausgeworbt hat. Ja, es kam ja auch von da hinten gerannt. Aber ich dachte halt, um die Ecke rum. Keine Ahnung. Ja,
Direkt so geradeaus auf die Tür zu, weißt du? So. Aus dem Haus raus oder was? So. Ja, und ist dann halt verschwunden. Sehr. So circa an der Zellentür ist er verschwunden dann. War das ungefähr zu der Zeit, als ich rein bin, weil ich habe nämlich nichts drin mitgekriegt, ganz ehrlich. Nee, da warst du, keine Ahnung, wo du da warst. Warst also. Da warst du bestimmt. Hast du das gerade gesagt in dem Moment? In die Zeit. Nee, ich habe gesagt, pass auf, wenn du jetzt rauskommst, weil der da auf die Tür. Nee, ja, als. Da dachte ich, du bist das. In dem Moment war das. Oh, jetzt leckt's hier wie Sau. Oh yeah. Na, hier weg. Weiter. Ja, ich weiß jetzt nicht, was das war, weil wenn du das gesagt hast zu dem Zeitpunkt, dass es passiert. Passiert ist, dann war ich gerade auf dem Weg nach oben, nämlich. Oh mein Gott. Was ein Standbild? Ja, ich habe Probleme gerade beim Zielen, ne? So, jetzt geht's. Erstmal hier schön Dosen wieder aufmachen. Und erstmal was essen. Ich weiß nicht, entweder ein Cheater oder irgendein Bug oder so. Was anderes kann es nicht gewesen sein, weil ein anderer Spieler, wenn dann nur ein Cheater. Wie gesagt, ist aber ein seltsamer Bug, weil da ja auch keiner in der Nähe war, der dann ja, da. Ja, deswegen kann es nur sein, dass es dann ein Cheater ist, der sich hinten in der Bude versteckt. Ah, dann hätte er mich ja erholen können, eigentlich drinne. Ja, hätte. Locker. Deswegen ist es auch wieder merkwürdig. Taktik. Boah, ich kotze ab, dass das auch nicht mit dem Essen langsam mal gepatcht ist, ey. Dass das immer noch so oft rumspackt, du das abbrechen musst oder dass es ewig lange dauert, bis das mal abgeschlossen ist, die Aktion, ne? Ja, ja klar. Wow. Daisy. Und weiter Richtung Süden. It is Daisy. Weiter Richtung Süden. Ja, wie gesagt, aber ein Cheater hätte mich geholt, einfach so, halt aus Fun. Ja, wahrscheinlich. Oh, war es ein Cheater, der sich da rausgespeakt, hey, hackt hat vor einer langen Zeit schon, dass das Spiel quasi jetzt, wie es bei Soundbugs mal gab, dass quasi solche Leute, die sich dann quasi so rumwurben, dass das dann quasi so nachhängt in dem Spiel irgendwie auch ewig lange. Ja. Wie gesagt, weil ein Cheater hätte uns geholt und ein Spieler war es auch nicht nur. Hast du nicht, hatte Adi auch nicht gesagt, du hattest einen beschissenen Desync in dem Moment? Ja, kurz vorher. Ja, du nicht. Ja, ich war auch weit weg davon. Ja, ich war in dem. In der Nähe von dem Haus auf jeden Fall. Also mir gesagt hat, dass ich einen beschissenen Desync hatte. Aber ja, 1000. Ist wieder mal eine ungelöste. 1000 ist auch kein total beschissener Desync, muss ich sagen, ne? Nö. Wie sieht er zur Zeit aus, Hungry, thirsty, doody doody. Werd umkippen an Verhungern. Nichts finden. Yeah. Ja, wir sind ja von der Sache ja nicht so extrem weit weg. Aber ich weiß nicht, ob du es bis dahin schaffst. Das ist, ey. Ansonsten schlag dich nach Norden durch und nimm die Dörfer. Oder ganz ehrlich, das ist schon wieder so ein ganz. Ey, wir müssen irgendwann, ja echt, könnten wir hier als Mythbuster unterwegs sein, weil ganz ehrlich, das war schon wieder so eine. Oder Akte X, Mulder und Scullys. Ja, was war das? Mythbusters. Na gut, das ist wie das eine Ding, was ich mal gesehen hatte. Ich weiß jetzt aber schon wieder Let's Player hieß. Wo er sich selber da hat stehen sehen im Ziel dann vom Nachbarhaus, nachdem er gestorben war. Hat er sich quasi selbst mit der Waffe bedroht. Und als er dann an der Leiche angekommen war von sich, war die weg. Die ist wie aufgestanden und dann quasi. Ja, warte mal, weil, wie gesagt, also ich kann es nicht gewesen sein, weil wirklich Grün trage ich nicht und Schwarzes Brett trage ich auch nicht. Oder hast du wirklich nur mich? Nee, das war auch nicht, das war noch nicht die Klamotten, die du anhast. Was war das denn? Das war echt, das war das schwarze Brett gewesen, so ein. Ich habe auch nichts Blaues gesehen. Also ich schätze mal, das war auch ein anderer Rucksack. Ich wollte nur so sagen, ey Alter, pass auf die Zombies auf. Weil ich das erst gesagt habe, plötzlich stürmst du da raus wie ein Irrer. Ja, als du das gesagt hast, war ich nämlich. Da warst du so. Ja, weil ich gerade oben war. Ja, Leute. Aber wie gesagt, ein Cheater war es auch nicht, weil sonst wäre er nicht verschwunden. Weil, wie gesagt, ich kann mir nur vorstellen, dass das mal einer wartet, der lang gerannt ist, der irgendwo nachhängt oder sowas. Weil wenn der auch einfach spontan verschwunden ist. Na gut, das ist wie bei dir letztes Mal, wo ich in dieser Zone drin war da. Stimmt. Ich hätte dich ja auch, wo du getrunken hast, habe ich dich ja auch sich noch ganz normal bewegen sehen, obwohl ich dich ja vor der Scheune gesehen habe die ganze Zeit. Ja. Kann auch sein, dass es hier ein. Ah, da muss er trotzdem in der Nähe gewesen eigentlich sein.